Herzlich willkommen zurück zu Ratchet und Clank. Ja, jetzt kommt hier, glaube ich, der erste Feind, den wir einsäumen können. Und den können wir dann auch verschießen. Genau wie die da drüben. Ich hoffe mal nicht, dass die das gleich treffen. Haha. Ah, so funktioniert das hier mit dieser Einsaug. Recht nett. Also man saugt quasi ein und schießt mit die eingesaugten Gegner sozusagen. Man braucht keine Munition kaufen, nichts dafür. Kann ich den noch einsaugen? Warte mal. Ah, nee. Hilfe. Man kann nur kleine Gegner einsaugen. So, und jetzt müssen wir ja, jetzt haben wir ja hier alles soweit. Hier hatten wir ja die Waffe. Nochmal gucken. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Die hatten wir alle. Ja. Das heißt jetzt. Ach, hier kommen wir nachher wieder raus. Hier an der Stelle. Jetzt gehen wir hier drüben lang. So. Na, hier war das, glaube ich, wieder mit den... müsste hier nicht normalerweise eine Plattform sein oder so? Jetzt irgendwas nicht mitgekriegt hier. Hier müsste dann normalerweise eine Plattform sein. Oder wir müssen erst noch was an. Ach nee. Ah, Richtung Kopf. Darüber fliegen. Ich habe jetzt schon wieder eine andere Stelle. Das ist, so ist das, wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat. Da hat man irgendeine Erinnerung. Ja klar, jetzt schalte ich die Plattform erst frei. Nein, du sollst hier. Das Ding schlagen. So. Oder erstmal keine Plattform, sondern in die Tiefe stürzen. Ich musste ja den Haken ausrüsten. Ich glaube, irgendein Teil brauchte man das gar nicht mehr. Da ist das immer automatisch gegangen. Aber das war wohl in dem ersten Teil noch nicht so. So, aber jetzt. Jetzt klappt's auf jeden Fall. Ja, diese Plattform. Die habe ich gemeint. Das Schlimme ist, die schwanken auch hoch und runter. Genau, ich hab's gewusst. Da war ich wieder zu eilig. Ja, sorry Leute, dass ihr euch das jetzt ein drittes Mal antun müsst. Aber ich bin ja kein Pro-Spieler. Also ich bezeichne mich jetzt nicht als Pro-Spieler. Aber meistens so beim dritten Anlauf, da klappt es dann. Ich bin immer so ungeduldig manchmal, genau wie jetzt hier. Jetzt war die andere ja höher. Da reicht das dann schon, dass man da nicht rankommt. Jetzt ist die wieder höher. Dann warten wir mal kurz. Hier runter. So, jetzt. Und hier bei der genauso. So, jetzt. Ich muss mich mehr in Geduld üben. Nächsten Plattform. Oder? Ach ne, wieder Schwung da. Die sind mir natürlich lieber, weil... Na, wo ist er? Ach, hier oben.
selber. Drückst du die Dreiecktaste doppelt, kannst du schnell zwischen deinen beiden zuletzt benutzten Waffen oder Handgeräten wählen. Ja, nützt mir aber jetzt nichts. Ich brauche ja den Schlüssel. Uiuiui. Das ist schon... Mal schauen. Der ist doppelt. Der könnte dann quasi... hier so hin. Den mal hier hin. Aber es waren noch die beiden. Ja, nehmen wir mal den unten. So, das war's schon. Ja, die werden natürlich immer schwerer. Ist klar. Alles meine Bulls. Ah, wen haben wir denn da? Will der Ärger? Da lasse ich doch mal ein paar. Wenn er Ärger will. Ne, er will erstmal eine Sequenz haben. Okay. Hat er jetzt ein Ei gelassen? Na, dem hast du es aber gegeben. Sieht ganz so aus. Ah, das wollten wir haben. Damit wir zum nächsten Planeten können. Sind Sie mit Ihrer aktuellen Beschäftigung unzufrieden? Dann kann die TBS Ihnen helfen. Die taktische Blark-Forschungsstation. Hallo, ich bin der leitende Vorsitzende Drag. Und hier in der TBS suchen wir motivierte Mitarbeiter für absolut aufregende Arbeitsplätze. Grime-Boots-Tester, Sprengkopf-Bautechniker, Mutanten-Türpfleger, Roboter-Mechaniker, Saugkanonentester und Verwaltungsassistenten. Kommen Sie zur TBS. Arbeiten Sie an unseren Waffen und an Ihrer Karriere. Ich rufe die TBS heute noch an. Das ist unglaublich. Mann, hast du gesehen, was die hier alles bauen? Lass uns absahnen. Nein, wir müssen weiter nach Captain Quark suchen. Da hast du natürlich recht. Hab ich? Klar, wir brauchen Quark. Aber wäre es nicht toll, wenn wir ihm dann gleich sagen könnten, wo Drag ist? Denke schon. Also, wir gehen zur Raumstation und fragen die Techniker. Die arbeiten für Drag und sollten wissen, wo er ist. Deine Logik leuchtet mir nicht ein. Ach, du denkst zu viel. Lass uns gehen. Okay. Das kaputt machen? Ne, wollen wir nicht. Ja, Dreck, der Böse, der sucht natürlich Mitarbeiter, ja. Wir tun ja auch rapide seine Mitarbeiter eliminieren. Oder drastisch. Aber ich glaube, er braucht eher Versuchskaninchen. So. Hier hatten wir jetzt alles abgeschlossen. Ja, einen von Dings. Hatten wir hier, hatten wir auch alle drei. Hier fehlte noch einer. Aber das, den kriegen wir erst, wenn wir den Preis kriegen. Nein, was habe ich denn gemacht? Na, immer noch besser einmal aussteigen, als wir zum falschen Planeten fliegen. So, dann nochmal. Rainer. So, ich wollte eigentlich nur auf dem ersten, da fehlte auch noch einer. Wo war der denn jetzt bloß gewesen nochmal? Naja, das kriege ich schon noch raus, aber wir fliegen jetzt erstmal zu den hier. Jawohl. Das Gute an dem Spiel ist, dass man ja jederzeit zu dem ganzen Planeten wieder zurückkehren kann.
ich glaube, ich erinnere mich hier an diesen, an dieser Station. Die war. Aber erstmal gucken wir, ob wir, dass wir die noch mitnehmen. Wo wir uns hier was kaufen konnten. Oh ja. Hallo, Fellknäuel. 2.500 bloß? Deine Gegner mit. Ach, das ist diese Hupe. Ja. Nimm mal, klar. Du hast schon genug Munition. Ach, die Hupe braucht keine. Eine Schönheit. Aber hier fehlen uns. Mal leer auffüllen alles. Da haben wir alles voll. Hier haben wir auch alles voll. Okay. Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich da unten schon durch das Pfeifen. Die waren gerade nämlich unten noch Gegner. Na gut. Der ist jetzt nicht kaputt gegangen. Ist ja auch kein Gegner. So. Was mache ich denn hier zuerst? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich... Ah, da ging es in den einen... da war das, glaube ich, auf Zeit irgendwas gewesen. Ich muss hier mal schauen, da hinten war nämlich auch noch was. Konnten wir hier... Das können wir ja schon mal hacken. Oh, das wird immer komplizierter hier. Aha, Außenring hat... 2. Moment mal, nein, was machst du denn? So. Der ist auf dem Außenring. Aber das verschiebt sich hier immer. Ich wollte das so. So, dann wollte ich den Innenring, das war ja nur einer. Gehen wir da hin. Der Außenring. Der ganz außen war da auch bloß einer. Ach so, das war das Problem. Der blockiert hier. Okay, so. Da blockiert er auch immer noch. Doch eigentlich so. Ja, an so ein Ding war ich nie so gut, aber ich glaube, wir sollten da noch nicht reingehen. Irgendwie habe ich eine Erinnerung, dass ich da zum Schluss reingegangen bin. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den. Was ist das? Saukanon, okay. Den hier. Oder nee, lieber den. Ich weiß, dass man mit der Hupe, Gift. Ups. Nein. Oh ja. Ich glaube, wir nehmen doch die Hupe. Hier kommen nämlich gleich übelst viele Frösche. Ach so, das war noch zum Anlocken von Gegnern. Jetzt bin ich schon fast tot. Moment mal. Uiuiui. Jetzt bin ich aber gleich fast tot. Das ist eine richtige Frosch-Invasion hier. Du hältst mal deine Backen. Brauchst du bei diesen Feinden Hilfe? Versuch's mal mit dem Gadgetron-Verspötter. Verspötter? Das ist doch der...
Ja, der. Ach, ist der dumm. Ach, jetzt weiß ich ja, das lockt die Gegner an und die würden dann in die Falle reinrennen. Stimmt, stimmt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Goldpools hier gibt. Aber hier, glaube ich, war noch keiner irgendwie. Ja. Die Frische. Da hilft aber auch der Flammenwerfer. Der ist auch wunderbar. Und so viele. Ja, Leben. Wir gucken erstmal, was hier drin ist. Wenn wir das dann noch hinkriegen. Die gehen ja schräg übereinander. Ich muss erstmal hier ein bisschen rum experimentieren. Das sind bloß. Oh, jetzt hatten wir es fast. Nur noch der hier. So, jetzt muss der. Nee, lass den mal so. Moment mal. Der geht dahin. So, ne, der wäre so schon richtig. So. Und die dann quasi so. Ja, aber hat sich doch gelohnt, ne? Hallo? Oh. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. So eine Frechheit. Ich muss mal kurz überlegen. Muss ich hier noch irgendwo hoch? Ne, ich glaube, das war jetzt nur diese ganze Kiste. So. Ich weiß ja nicht, kann man das hier eigentlich auch noch? Ne, kann man nicht. Okay. Jetzt gehen wir hier in die Giftbrühe. Ah, ich will aber die Kisten haben, aber von hier aus gesehen. Besser wäre das doch, wenn man. Oh nein, da geht's runter. Oder doch hier lang. Ja, okay. Und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Was für eine Mist. Also sollte ich mal hier gleich besser aufpassen. Ja. Ja, ich bin gleich schon wieder tot. Ja. Jetzt wollte ich einfach mal durchrennen, aber ihr seht, das hat keinen Sinn. Da muss ich den Flammenwerfer. Der ist da am besten. Dann nochmal. Funktioniert. Er will wieder Ärger. So. Ja, ihr hört schon, aber den werde ich noch.
Ja, ich würde sagen, dass ich das nächste Mal da hinten bin, wo ich gestorben bin. Dann spiele ich bis dahin noch weiter. Und da komme ich dann im nächsten Part, sehen wir uns dann da hinten wieder. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchel und Clank. Und vielen Dank fürs Zuschauen.